And welcome back, folks. Welcome back to Let's Play Broken Sword, The Shadow of the Templars. Last time we met this, well, interesting man and his dear friend, Mr. Shiny. We weren't yet finished with conversing with him. Pfeifen verboten, richtig? Richtig. Because we still need to ask him about Marquet. Wissen Sie, wo ich einen Patienten finde, der Marquet heißt? Nein, ich darf mit Mr. Shiny nicht auf die Station. Okay, I guess I will show you then my inventory items, like this nose. Werfen Sie mal einen Blick auf diese rote Nase. Sind Sie Polizist? Okay. Nein, das ist die Nase von einem Clown, nicht von einem Polizisten. I think he's insane. Or just stupid. Kennen Sie den Mann auf diesem Foto? Wer ist das? Das frage ich Sie doch gerade. Haben Sie ihn schon mal gesehen? Woher soll ich das wissen? Sie haben mir ja nicht gesagt, wer das ist. Ah. Schauen Sie sich das Foto an. Yeah, okay. Also, haben Sie ihn schon mal gesehen? Nein. Was halten Sie denn davon, Sam? Oh Mann. Was ist das? Ein unbezahlbarer Edelstein, gefunden in einem mittelalterlichen Schloss in Irland. Bringen Sie mich auf Marquets Station und er gehört Ihnen. Ich trage keinen Schmuck. Wenn Ihnen dieser Edelstein gehören würde, könnten Sie sich 100 Mr. Shinies kaufen. Das ist doch Unsinn. Es gibt nur einen einzigen Mr. Shiny. Erkennen Sie diesen Ausweis? Nein, tue ich nicht. Sollte ich? Nein, ich frage mich, ob Sie nicht vielleicht einen Fremden gesehen haben, der damit herumgewedelt hat. Nein, Sir. Anderenfalls hätte Mr. Shiny sich bestimmt schon drum gekümmert. Könnten Sie dieses Werkzeug irgendwie gebrauchen? Nein. Sir, Mr. Shiny besitzt keine vom Verbraucher demontierbaren Teile. Was auch immer das heißen soll. Was sagt Ihnen dieses Streichholzbriefchen? Man sollte niemals mit Feuer spielen. Das weiß ich, aber... Die Leute tun sich weh, wenn sie es trotzdem tun? Sicher. Und dann enden sie hier im Krankenhaus, wie diese Burger Lady. Sie war so verbrannt, dass die Ärzte nicht wussten, ob sie Verbände oder Zwiebeln auflegen sollten. Erkennen Sie dieses weiße Pulver? Sind das Schuppen? Aber nicht doch. Es sieht aber wie Schuppen aus. Es ist Gips. Möchten Sie mir die Hand geben? Nicht bevor ich mich gewaschen habe. Ich hoffe, Sie verzeihen, Sir. Im Krankenhaus kann man sich alles Mögliche einfangen. Schwestern zum Beispiel, richtig? Nein, Sir. Bazillen und Keime. Und Pilzinfektionen. Yep. Was sagt Ihnen dieses Taschentuch? Sie sind erkältet? Dann brauchen Sie Vitamin C. Und ein paar Tropfen Maschinenöl. Bis später. Yeah, passen Sie auf sich auf. Okay, let us leave Sam and his Mr. Shiny in peace. Let us try to find Station J2. Maybe it's this way? Maybe you should have listened when the desk person explained the way to us.
Could you just please tell me again how I can get to Station J2? Verzeihung. Who is here? No, you... Wait, what? Wait. Schauen Sie sich diesen Ausweis an. Ja, mein Lieber, das haben Sie mir bereits gezeigt. Ah. Can't. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Ma'am. You can't trigger the dialogue again. Okay. So, it's apparently a puzzle. Maybe we should try and mess with Sam. There's a water cooler. Let us examine it. Ich nehme an, dass der Trinkwasserbehälter für die vielen Leute gedacht ist, die sich in den Fluren verlaufen. Vielleicht hat mich das Gesicht des unbegreiflich fröhlichen Angestellten übervorsichtig gemacht. Ich meine, ich weiß, dass es nur meine Einbildung ist, aber das Wasser schmeckt, naja, seltsam. Eine lebensgroße Marmorstatue, die einen Typen in langer Robe darstellt. Der Künstler hat versucht, ihm eine Aura väterlicher Autorität und Anteilnahme zu verleihen. Meiner Meinung nach sieht er eher aus, als ob er dringend auf Toilette müsste. Hey, Sie da! Da können Sie nicht rein! Wieso nicht? Ich bin für den Inhalt des Schranks verantwortlich. An der Tür ist nichts, was wie ein Schild oder eine sonst wie geartete Bezeichnung aussehe. Es ist ein klassisches Beispiel für Funktionalität, wie eine frühe russische Weltraumrakete. Ich erwarte fast, dass ein Hund oder Affe herausspringt. Ich bin nicht in der Stimmung, Fußböden zu polieren. Ja, me neither. Aha, wait. There's some... We can pick up something. We can pull the plug. Als ich den Stecker aus der Steckdose ziehe, hustet die Maschine, spuckt und steht still. Mr. Shiny? Was ist los, Kumpel? Now's our chance. Don't just stand there, George. What are you waiting for? Quick. Aha. Now we are a doctor, sort of. Dr. Stobbart, zu Ihren Diensten. Not sure how that helps us finding Station J2. Strangely enough, it did. Okay. That's a strange puzzle, but we've solved it. Guten Tag, Doktor. Oh, hi. Ist das hier Station J2? Ja, Sir. Die Patienten sind für die Visite bereit, Doktor. Danke, Schwester. Also, wer ist der Erste? Monsieur Croquet, in Bett 2. Was hat er für ein Problem? Er klagt über Bewusstseinsverlust. Das hier werden Sie brauchen, Doktor. Sie gibt mir eine lange, schmale Metallkiste, garniert mit einem bezaubernden Lächeln. Danke. Okay, this has got to be the worst nurse ever. Which recognizes... Hi, ich bin Dr. Stobbart. Hallo, Doktor. Die Schwester sagte mir, dass Sie immer wieder das Bewusstsein verlieren.
Genau, ich habe dieses Problem, solange ich denken kann. Es ist echt eine extrakorporeale Erfahrung. Wie der Tod, nur nicht so endgültig. Aha, wie lange dauert es? Nur den Bruchteil einer Sekunde, dann bin ich wieder da. Ich bin ja vielleicht kein Arzt, aber trotzdem stelle ich eine Diagnose. Hier ist jemand völlig durchgeknallt. Ich weiß genau, was Sie meinen. In der bekannten Medizin nennt man sowas Lidschlag oder populärwissenschaftlich ausgedrückt Plinkern. Ist das etwas Ernstes? Natürlich nicht. Es ist absolut natürlich. Aber überlegen Sie doch mal. 2 Sekunden in jeder Minute. Oh Gott, das macht ja fast eine halbe Stunde pro Tag. 2 Wochen in jedem Jahr, verbracht in absoluter Dunkelheit. Ich habe keine Zeit, mir diesen Unsinn anzuhören. Ah. Yeah, this has got to be the worst nurse ever who just, well, assumes that this random man that she's never seen in her life, who happens to wear a doctor's dress, is actually a doctor that works in this hospital. Okay. I'm not going to question that anymore, but I will take your blood pressure. Wissen Sie, wie man diesen Gegenstand nennt? Nein, keine Ahnung. I think it's a device used for measuring blood. In welchem Bett liegt Marquet? Um die Ecke, in Quarantäne. Hm. Was ist los mit ihm? Keine Ahnung, aber die Männer, die ihn reingebracht haben, trugen Masken und Gummihandschuhe. Hey, Sie sind ein Doktor. Wieso wissen Sie das nicht? Selbst wir Ärzte wissen nicht alles. Und warum benehmen Sie sich dann so, als ob? Good question. I think it is in order to instill confidence in patients. Hatte Marquet irgendwelchen Besuch? Nein, und ich auch nicht. Das ist das Schlimmste, wenn man im Krankenhaus liegt. Man hat das Gefühl, von der ganzen Welt verlassen zu sein. Sie wissen doch, wie das ist. Das Leben geht weiter. Danke für die tröstlichen Worte. Hm. Kennen Sie diese rote Nase? Nein. Kennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, Doktor. Wer ist das? Ein kaltblütiger Killer. Einer Ihrer Kollegen? Nein, ein wirklicher Mörder. Hab ich nie zuvor gesehen. Hm. Sagt Ihnen dieser Edelstein etwas? Nein, Doktor. Haben Sie mal etwas von einem Kerl namens Moalin gehört? Nein, Doktor. Okay, I think that's enough. Also dann, tschüss und viel Glück. Danke, Doc. Let us talk to Nurse Grendel. Könnten Sie bei der Gelegenheit auch einen Blick auf den Patienten in Bett Nummer 3 werfen? Er heißt Eric Soapmarsh. Was hat er für ein Problem? Er fantasiert, ist frisch aus dem OP. Er hat gerade eine größere Operation hinter sich gebracht. Ich bringe ihn schneller wieder auf die Beine als Sie. Lazarus, steh auf, nimm dein Bett und geheim sagen können. Hallo, jemand zu Hause? Wer sind Sie denn? Ich bin Dr. Stobbart und ich bin hier, um Sie auf dem steinigen Weg der Genesung zu begleiten. Dr. Monroe sagte, für meine Krankheit gäbe es keine Heilung. Ihr Problem ist, dass Sie zu viel Zeit im Bett verbracht haben. Sind Sie sicher, dass Sie qualifiziert sind, Herr Doktor? Das sollten Sie mal besser glauben. Was halten Sie von Schwester Grendel? Sie ist eine sehr effiziente junge Frau. Effizient? Das klingt, als wäre sie ein Staubsauger. Ich kann mich nicht beklagen. Die Frau am Empfang beschrieb Schwester Grendel als ein echtes Monster. Also das ist einfach nicht wahr. Sie ist sehr streng, aber das ist ihr Job, nicht? An einem Ort wie diesem hier muss Disziplin herrschen. Was können Sie mir über Marquet sagen? Das ist der Mann in dem Privatzimmer, nicht? In dem Zimmer, das mir gehörte, bevor die mich wie einen Zigeuner einfach rausgeschmissen haben. Hm. Wissen Sie, was Marquet fehlt? Die sagen mir doch noch nicht einmal, was mir fehlt. Sagen Sie, Doktor, was ist Ihre Meinung über meinen Fall? Es ist zu früh, sich festzulegen. Aber ich bin doch schon seit 3 Monaten hier. Hm. Ich werde Ihren Blutdruck messen. Warum? Ich bin Arzt, das ist mein Job. Okay. Ich werde Ihren Blutdruck messen. Warum? Hm. Ich bin Arzt.
Kennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, Doktor. Wer ist das? Ein kaltblütiger Killer. Echt? Könnte der Zwillingsbruder von meinem Bankmenschen sein. Aber Mr. Soames hat natürlich keine Narbe. Und aus dem Mittleren Osten ist er auch nicht. Er hat außerdem viel graueres Haar. Aber ansonsten genau wie der hier. Bemerkenswert. Bis später. And when we'll come back, folks, we will visit the third and final patient, probably, and then we'll try to go and visit Marquet. So until next time, folks, until then.